Guten Morgen. Ich bin total müde. Erster Schultag, 3. Klasse. Jetzt geht's um die Wurst. Wurst? Ja, Wurst hat Mama mir eingepackt. Du hast noch mehr Brot gemacht? Komm mit, Bibi. Erster Schultag, 3. Klasse. Und in 18 Tagen habe ich Geburtstag. Bist du aufgeregt? Ein bisschen. Ich bin schon lange nicht mehr mit dem Auto gefahren. Ja, 6 Wochen. Ich glaube, es funktioniert aber noch genau so. Wie vorher. 4 Tage haben wir auch. Ich glaube, so ähnlich ist es bei dir. Hm? Du bist schon lange nicht mehr in der Schule gewesen, aber ich glaube, es ist immer noch genauso schön wie vorher. Ach, die Strecke sind wir schon ewig nicht mehr voran. Yay! 6 Wochen. Die ist nicht mehr geschlossen. Genau, hier können wir. Stimmt, vor den Ferien wartet hier noch alle zu. Meine Tochter war die ganze Zeit in den Ferien auf Achse. Was ist Achse? Unterwegs. Sagt man umgangssprachlich für unterwegs. Nicht zu Hause. Na, jetzt ist wieder Schule. Jetzt sehe ich dich wieder jeden Tag. Wenn ich dich in die Schule bringe. Schule in der neuen Klasse. Nicht mehr mit Urlaubsentspannung. Hier ist richtig schon Stress. Also entweder sehen wir uns gleich im Laden oder beim Frühstück erstmal wieder. Mal schauen, ob Marlies schon die Schafft hat, die Lumen abzusetzen. Das ist ja immer so ein bisschen problematisch. Weil die will ja immer ja nicht. Die will ja gar nicht in die Kita. Wer noch nicht mitbekommen hat, die Lumen ist halt ein bisschen speziell. Spezieller. Und deswegen ist es bei ihr immer so ein bisschen alles mit so einer besonderer Behandlung muss man sie bedenken. Dann schreit sie halt auch richtig. Ne? Das ist das Problem, was Marlies wohl hat, immer, wenn sie mit ihrem U-Bahn fährt und die dann so dann richtig ausflippt und man dann aber auch nichts machen kann. Und die Leute dann alle gucken und erziehen sie mal ihr Kind richtig. Wenn du sowas dann hörst, dann kriegst du natürlich einen Kotzkrampf, wa? Wenn du weißt eigentlich, naja, was denn? Sehr gerne würden wir unser Kind richtig erziehen, aber geht nun mal leider nicht. Sehr leider. Schlagen denn die Leute? Ja, flippst du ja aus, ey. Das macht meine Frau fertig, das macht man nicht fertig. Sich dann anhören zu müssen, ohne. Wenn es immer zu blöd ist, sein Kind irgendwie zu erziehen.
Es riecht nach frischem Brot und Kaffee. Na, ist der erste Tag auf Arbeit ja ein wundervoller. Es riecht trotzdem nach frischem Brot und Kaffee. Ja, ja. Tut es auch. Hier, habe ich dir mitgebracht. Ach, wo kommt das denn her? Na, aus dem Auto. Ach. Und Anrufer anhänglich, wa? Ja. Ja, total. Aber natürlich der Vorteil, jetzt sind mehrere Kinder schon da gewesen. Also wir waren immer noch die Ersten. Aber wir sind nicht aus dem Auto ausgestiegen. Dann haben wir gewartet, bis dann. Ne, und dann waren natürlich schon mehrere da. Ja, und das klar. War dann ganz gut. Hat sich eingefunden. Ja, die war super nervös, ne? Ach Mensch. Die hat hier schon fast wieder geheult. Aber sie wird sehen, denn sie hat Angst wegen der Noten. Ne? Leistungsdruck? Ja. Meine Güte, ey. Dabei sind alle gar nicht so wichtig. Wichtig ist der Charakter, nicht die Note. Ja, sie ist eine Liebe. Natürlich ist es schon für die Leute, oh, du hast gekleckst. Ja. Oh, wann beurteilen sie dich danach, aber... Was spielt es für eine Rolle, wenn man ein Arschloch ist? Genau, was spielt es für eine Rolle, gute Noten zu haben, aber ein Arschloch zu sein? Soll jetzt keine Ausrede sein für die Leute, die, ja, oh, geil, ich bin lieb, aber faul. Da bin ich ja froh, dass er mich nicht erwähnt hat. Nee, in ihrem Portfolio. Überhaupt nicht. Du wurdest nicht beschimpft. Vielleicht auch, weil ich einfach gar keine Rolle spiele. Ich bin nicht mehr existent in ihrem Kosmos. Oh Mann, ey. Naja, aber als wir dann da waren, ging es tatsächlich. Ich habe die Schuhe angezogen, sie ist schon mal reingerannt, tatsächlich schon ohne mich und dann ohne gestanden. Das ist gar nicht ganz entrüstet. Nun hat die Tür wieder zugemacht. Er hat jetzt nicht mal die Tür aufgehalten. Ich stand dann da einfach im Flur. Ja, super, den kenne ich. Ja, das wäre schön. Soll ich vorbringen? Das wäre auch total super, weil... Also was man irgendwann mal austauschen könnte, qualitätsbedingt, sind einfach die Pedalen und die Klingeln. Ah ja, okay. So eine Klingel darf ich nicht. So, was ist denn ja, weil die sind immer nur bedingt haltbar. Ja, ja. Ein Fahrradverkauf, Lohre das erste in diesem Jahr. Also was heißt Lohre? Lohre das war wirklich das erste Rad in diesem Jahr, also Neurad in diesem Jahr, was ich verkaufe. Oh ja, Neurad. Wahnsinn, und das Jahr ist fast um. Hey, ich bin kein Verkäufer. Wirklich nicht. Also wenn, dann sind die Kunden auch immer sehr zufrieden. Das ist immer ganz gut. Aber ich bin kein Verkäufer. Ich kann den Leuten nicht aufschwatzen. Ja, heute Morgen kam Mitra zurück. Die gute Dame ist gestürzt und dabei ist hier das Teil abgebrochen. Das heißt, hier muss der Zug erneuert werden und der Schalter. Jetzt schaue ich erstmal, ob ich sowas überhaupt da habe. Jedes Mal ist irgendein Schaden. So ist es, wahr? Mieträder sind halt echt schwierig. Und das Kuriose ist, das war die Dame, wo auch das Mietrad so blockiert hat. Das Hinterrad. Wo sie ja nicht für konnte, wo der Kugelring zerbröselt war innen drin. Ja. Da kann man ja nicht dafür, ist ja ganz normal. Aber dann passiert ja ohne das, dann ist ohne gestürzt. Jetzt erstmal ohne Mietrad durch die Welt, meinst du? Kann ich verstehen. 10 Aufnahmen heute schon, was ist denn das für ein Quatsch? So. Mit abgebremsten Bremsbelag. Bremsbelag geht es los. Heute. Abgebremst. Und ein Zug, der auch mal getauscht werden muss. Bremsbelag und Zug tauschen. Bremse, Bremse, ewige Thema, Bremse. Bremse, Bremse, Bremse. Schaut hier. So sieht's aus, wenn's nicht mehr gut ist, nicht wahr?
Also das ist Kotzgrenze, da tauschen in dem Moment. Den Zug haben wir drin, jetzt kommt der Bremsbelag noch dran. Ich teste einmal den Zug ganz kurz. Fertig. Fahrer. Rückwärts. So, jetzt habe ich ihn. Ja, ein bisschen. Hat so kompliziert. Anpassung gesucht im Gehirn. Wo passt das hin? Die Docking Station gesucht. Ja, so. Und dann kam der Translator in. The Fantasy. Universal-Translatore. Und der hat dann gesagt, dass er Rückwärtsfahrer gerade ganz lustig gedacht hat. Ja. Aber arbeitet das immer noch nicht? Nee, wieso? Ja, darüber hinaus noch einen philosophischen Sinn. Ja. Ja komm, zeig. Was streichelst du da? Eigentlich brauche ich so eine Schraube von dir. Ja, zeig die da auch reinpasst. Nee, ach so, ja, nee. Hm? Hi. Hi. Dann. Hm? Siehst du dich? Die versenkt sich nicht. Das ist aber so lang, dass sie passt. Die normalen Längen passen nicht. Ach so. Was hast du denn da? Was ist denn da drin? Ist da ein Adapter drin? Eine Kralle, ganz normal. Aber ich. Die Kralle sitzt ungefähr hier. Also ziemlich tief. I need to change this. Ja. Concept. You do it by yourself, right? Ja, schon. Ja, wenn du die Kabel auch nicht. I have this one, maybe. Läuft die Kamera noch? Ja, ja. Ich finde es zum Kotzen, dass er so eine Schraube nicht hat. Oder wenn du dir das später anguckst, ja? Voll hängen gelassen. Hörst du mich? Einfache Schraube. Was zeigt er mit so einer langen Schraube? Mir geben. Reiten wir schon. Ja, die Kamera läuft noch. Und wenn der Idiot hier kommt und braucht lange Schrauben, einen halben Meter. Ich würde jetzt auch gerne, aber ich bin jetzt ganz, trotz meines Rollens komme ich nicht über meine Wortschranke jetzt, die blockiert ist. Ich hab gerade nicht aufgepasst von links. Volle Hoffnung gehabt hier. Schon vor dem Wochenende. Wie? Hast du das ganze Wochenende drauf hingefiebert oder was? In Big Tom gehe ich mal und hol mir so. Und holst dir eine lange Schraube. Jawohl. Die schraube ich da einfach rein und mach weiter. Einfach unter Umständen guckt er sich das noch genauer an, meckert mit mir, was ich da eigentlich gemacht habe. Wie er es letztens schon mal angedeutet hat. Will ich jetzt nicht machen. Nein, ich stelle mich extra davor. Ja, ja. Du hast jetzt auch das Recht verspielt, weil du hast keine lange Schraube. Genau. Und ich habe überlegt, schraube ich es raus, guck mir das an, aber ich habe echt sogar gedacht, nee, fass es bloß nicht an. Hab einfach keine Schraube. So. Verarschst du mich jetzt? Wiss ich noch nicht. Du musst mich angucken. Ich guck das ja später nicht an, aber ich kann jetzt mit dir reden. Ja, aber ich rede mit allen anderen. Verarsche ich ihn gerade? Verarscht er mich? Achso, wenn ihr das seht, ihr wart nicht mit du gemeint, ne? Das war ja. Ist aber auch viel zu kompliziert jetzt schon wieder. Ach komm, für ein paar Intellektuelle hoffentlich auch dabei. Ist es definitiv. Also wer sich das anguckt, weil das muss man ja sagen, ist ja schon recht anspruchsvoll. Wenn ich so sonst so sehe, was sich auf YouTube tummelt. Wie sieht das denn aus? Nee, ich mach ja nichts. Ich tue ja so. Cut mal. Mach mal wieder hoch den Kopf. Komm mal hier, Kopf hoch, so. Kopf hoch. So. Oh, ist so kompliziert. Ist schon vorbei. Habe ich schon vorbei? Ich muss einmal denken, jetzt ist es kompliziert. Ich war ein bisschen früh gekommen. Ich war noch gerade so. Amerika? Die hat eine Abendunterhaltung vorzubereiten. Wolltest du dich ausziehen oder auch? Ja, so ganz so weit. Nein, in meiner Kammer sitze. Stellst du das jetzt so vor, dass ich mich nackig mache vor dir? So. Ja, besser nicht, ne? Krieg ich so ein Geld für. Dach hier. Kann nee. Luftpumpe mal. Achso, bitte.
Ein Auto als Pfand da lässt? Natürlich nicht. Dachte ich mir. Ciao, ciao. Oh. Ich weiß nicht, was ich dir anbieten wollte. Die Zeitung. Also erstens musst du mal ein paar Fotos machen. Du musst endlich mal ein paar Fotos machen, sonst kann ich immer ja nicht sagen. Ja, vielleicht ein bisschen kleiner als... Wenn das nicht modern... Wenn das nicht modern ist, keine... Dann würde ich schon nehmen. Ja. Also das kann ich dir mal aussuchen. Ja, kannst du machen, klar. Und dann komme ich diese Woche mal andere Sachen. Bringst du einfach, zeigst du mal. Ja. Alles klar. Vielleicht komme ich Mittwoch. Morgen kann ich gar nicht. Da eine Bank mal. Ja, da drüben ohne Bank kam ja, ich mach das nicht, ich mach das einfach nicht. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, ich mach hier vor meiner Haustür. Hör bitte, ich helfe dir ja. Ganz simpel, einfach nur eine Bank. Naja, logisch. Die Räder kommen nicht mehr rein. Naja, logisch. Fertig. Naja. Der Aufriss da, das ist mir zu viel. Ja, logisch, wüsste ich ja, logisch. Hättet ihr das anders gemacht, hättet ihr zwei Fahrradständer gekauft, links und rechts hingestellt und dann auch so eine Bank. Naja, ja. Hätte auch ausgereicht. Ja. Am ganzen Samstag ist er los hier rein, auf Freitag, wieder Paletten gelagert. Freitag hat er eine geholt. Wo kam er erst mal ab, mit der Palette ist er bei Bauhaus runtergelogen. Da habe ich alle Mobilisten drin. Da kommen wir mal im Gegen. Ja, was soll das denn? Bis abends um 10 Uhr. Gut, ich habe hier einen Bremszug zu tauschen. Das ist ja Wahnsinn, dass heute überhaupt noch ein Auftrag hinkommt. Ich finde die Elektra richtig cool, die Räder. Ultra leicht. Genialer Rahmen. Ich glaube, der platte Reifen hier, der zu beklagen gibt, der wurde verursacht durch diese Verklebung hier am Felgenband. Das ist ein bisschen scharfkantig. Ich werde einfach Felgenband erneuern. Einmal neues Felgenband. Ja. Tja, die Halterung von Arbus passt hier nicht ganz. Da machen wir mal ein Stück Gummi zwischen. Noch und gucken mal, ob das denn funktioniert. Ein Stück Schlauch hole ich mal von draußen. Habe ich schon den zerschnitten. Continental. Ja, dann schauen wir doch mal. Mal gucken, vielleicht reicht das schon, aber nicht, dann die andere Seite auch noch. Und dann machen wir gleich die andere Seite. Nee, das reicht bestimmt. Deine Kamera. Ja? Ja. Was mit meiner Kamera? Ich hast du vergessen. Ich dachte, ach so, nee, ich hab ja nur Geld weggebracht. Ne? Da sollte die Kamera nicht dabei sein. Ja, immer versteckt von dem Geld. Von diesen 3 Euro. Aber sie ist doch durchsichtig, quasi unsichtbar. Ja, ich habe die Hanteln gesucht. Das war der einzige Blick, den ich hatte. Na, Hanteln, scheiße, was ist denn da los? Mann, was zahlt man denn für so einen Posten?
Tja, nicht so viel, wenn man Tommy heißt. Für die Kinder Tauchanzüge sind auch Skadi, Lumen, Anuk, alles bei. Neu, nagelneu. Ja, die haben sich aufgelöst. Also nicht die Tauchanzüge, aber. Ja. Ist ja nagelneu. Nö. Ja. Da passt die Mali so nicht. Das ist ja nicht so mit dem Wasser. Nee. Das ist ein Schimpfwort. Startler. Pui. Ja, viel Erfolg. Ciao, ciao. Bei dem Rad hier. Bremse von hinten nach vorne bauen. Mit Zuhilfenahme der alten Teile. Schraube ab, ich schraube ran. Ja, ich hoffe auch. Da muss ich noch mal sagen. Ich hoffe sehr. Muss man sich mal vorstellen, hat einer hier einen Rahmen angebracht, so ein halbzerlegter Draht, hat den Gepäckträger abgebaut und den Rest wollte er dann, hat er dann hier eine Büsche geschmissen. Klar. So geht das nicht. Der Glocke noch gut. Ist ja Glocke, ist ja noch gut, sag ich. Glocke, ja. Glocke, Glocke. Wolfgang, was nicht Rad geklaut? Du sollst das hinstellen. Hier, ich schmeiß hier hin. Ich mach das gleich. Ja, mach das mit dem anderen Rad. Ich mach das gleich. Nee, aber hinlegen. Ja, nicht, dass es noch umkippt gegen das Auto. Einfach nur hinlegen. Hallo, hallo. Naja, wollen wir mal sehen. Genau, sag mal feinen Feierabend. Feierabend, der Leute, Feierabend ein. Genau, und dann sehen wir uns morgen. Also macht's gut, bis dann. Ciao. Ciao.